Ja, wir sind hier gerade am Bellagio und fahren auf einer Rolltreppe mal wieder, wie in jedem Jahr. Es geht jetzt zu Asus, die sind im Trump Tower und am Ende der Rolltreppe nehmen wir uns mal ein Taxi und dann schauen wir mal, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Wir haben einen Termin mit Holger Schmidt und die haben gestern tolle Produkte vorgestellt, die wollen wir uns natürlich angucken. Ja, wir sind jetzt oben bei Asus in der Suite im Trump Tower. Neben mir steht Holger Schmidt von Asus. Den kennt ihr ja schon aus älteren Videos. Hallo Holger. Ja, hallo Dennis. Ihr hattet gestern schon die Pressekonferenz. Mhm. Die war wie gewohnt immer voll. Habt auch tolle Produkte wieder vorgestellt und eins haben wir hier schon hinter uns. Das ist euer neues Transformer Book. Transformer Book 2E, ja. Genau. Ja, erzähl mal was zu dem neuen Produkt. Ja, das ist ein ganz spannendes neues Produkt. Es ist der erste 4-in-1. Also das erste 4-in-1-Gerät der Welt. Mhm. Also man sieht es hier schon mal so konzeptionell. Also ich habe hier einen Windows-Laptop, aber ich habe auch, wenn ich umschalte, jetzt kommt's, innerhalb von Sekunden einen Android-Laptop, als auch, dass ich die beiden Geräte hier trennen kann. Mhm. Das heißt, jetzt hätte ich ein Android Tablet, ja. Als auch, dass ich noch ein Windows-Tablet habe. Also ich habe praktisch 4 Geräte und ich bin in der Wahl, sage ich mal, meines Betriebssystems absolut frei. Das heißt, klar, beim Windows klassisch denkt man daran, vor allen Dingen produktiv arbeiten, während vielleicht auf der Couch möchte ich dann doch vielleicht einfach lieber ein Android-Tablet haben, weil es einfach so viele Programme, so viele Applikationen gibt. Genau, ja. Ja, ja schön. Von der Hardware hast du mir vorhin erzählt, da ist im Endeffekt die neuesten Intel-Prozessoren so drin. Genau, das ist hier auf Haswell-Plattform basierend. Ja. Hm. Je nach Ausstattung Core i3, 5 oder 7, 4 GB Arbeitsspeicher. Mhm. Im Tablet, also es ist ein 13 Zoll Full-HD-Tablet, ist eine SSD integriert, entweder mit 64 oder 128 GB. Mhm. In der Docking-Station befindet sich noch eine Festplatte unterschiedlichster Größe, ist noch nicht definiert. Und also das Schöne ist eben halt, ich kann auch auf die Daten, sowohl auf der Festplatte kann ich komplett zugreifen mit beiden Betriebssystemen, als auch auf der SSD habe ich eine kleine Partition, 4 GB. Und dort kann ich einfach auch den Datenaustausch zwischen Android und Windows vornehmen. Ja, cooles Konzept. Die Produkte werden wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis sie auf den Markt kommen. Also wir peilen als Marktstart das zweite Quartal für dieses Produkt an. Ausstattungen und Preise stehen noch nicht fest, jedoch sicherlich unter 1.000 Euro. Ja. Cool. Ich finde es spannend, dass ihr ja selbst die großen Intel-Prozessoren reinkriegt in die kleinen Sachen. Das ist natürlich mit Haswell wunderbar möglich. Das heißt, man hat jetzt wirklich ein leistungsfähiges Arbeitsgerät und dann das Tablet, wenn man es braucht. Bei mir zu Hause verstaubt das Tablet nämlich, weil ich produktiv noch arbeiten will. Mit dem Gerät wäre das dann natürlich besser. Ja, hier wirklich also, alle Wünsche, die man so haben kann, werden hiermit abgehakt. Schicke aussehen tut's. Coole Sache. Ihr habt aber nicht nur im Endeffekt das neue Transformer Book, sondern ihr habt auch noch ein paar neue Phones. Richtig. Und da wechseln wir jetzt mal die Location und die zeigen wir euch natürlich auch. Ja, Bay Trail ist ja auch ein großes Thema hier auf der CES in diesem Jahr. Asus hat natürlich auch einige Bay Trail Produkte hier und unter anderem das neue VivoTab Note 8. Holger, das Tablet? Ja, das VivoTab Note, das ist ein Note-Gerät. Das heißt, also ich habe hier auch noch einen Stift. Stylus. Mhm. Oh, das muss ich mal raus. Da geht er raus. Und das ist ein Wacom-Stift. Das heißt also, ich kann das Gerät auch mit Stifteingabe bedienen. Das ist Windows 8.1, das ist unser erstes Gerät mit 8 Zoll, in der Kombination 8 Zoll mit Windows 8.1. Es ist noch ein Office for Free gebundelt, das ist also wirklich eine schöne, sag ich mal, Lösung, sag ich mal, mit der ich auch arbeiten kann. Das ist also nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zum Arbeiten. Ja, klasse. Wann wird es auf den Markt kommen? Weißt du das schon? Das wird vermutlich relativ zügig so im Februar ungefähr auf den Markt kommen. Klasse, cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Phones rüber. Genau. Klasse. Ja, wir sind jetzt bei den
Zen für uns angekommen. Drei neue haben wir von euch hier in unterschiedlichen Größen. Einmal das 4 Zoll, 5 Zoll und 6 Zoll Gerät. Ja, erzähl uns mal was dazu. Ja, wie gesagt, ganz neue Produktlinie, Asus ZenFone. Bislang hatten wir ja das Asus PadFone, jetzt haben wir die Asus ZenFones. Das sind günstige Einsteigergeräte von 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll, wie gesagt, in fünf verschiedenen Farben. Das heißt, du hast ein schwarzes, ich habe ein rotes, aber du siehst, es gibt hier auch noch blaue, gelb, gold. Also eine ganz, breite Palette an Farben. Es sind Intel-Prozessoren hier verbaut. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit immer noch bei Smartphones mit 1,2, 1,6 oder 2 GHz Speicher. Der Speicher hier, Arbeitsspeicher variiert zwischen 1 bis 2 GB, kann aber durch einen Micro-SD-Slot, der sich hinter dem Cover befindet, also ich kann das Cover hier abnehmen, kann das erweitert werden auf bis zu 64 GB. Ja, klasse. Ich denke, der Clou hier ist einfach auch, dass es hier sehr günstige Geräte sind. Also unser Chairman hat gestern $99 bis $199 kolportiert. Das sind Dollarpreise, die sicherlich so nicht eins zu eins zu übernehmen sind für Europa, respektive für Deutschland. Aber definitiv sind es günstige Geräte, nichtsdestotrotz sehr wertig. Also es sind, ja, die fühlen sich gut an. Es ist eine Keramikbeschichtung hier. Mhm. Und also die liegen da auch schon sehr, sehr schön in der Hand. Ja, also sie sind leicht. Hinten fühlt sich es auch wirklich gut an. Ja, so eine Art Soft-Touch, ne? Genau. Zu groß sind sie auch nicht. Also es sind wirklich schöne Geräte. Wann werden die auf den Markt kommen? Da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen. Es wird vermutlich im zweiten, respektive im dritten Quartal passieren. Ja, klasse. Von der Hardware sind die größeren Geräte wahrscheinlich ein bisschen besser ausgestattet als, als das kleinste. Ja, ganz genau. Das ist so, dass das 4-Zoll-Gerät hier mit einem 1,2 GHz Prozessor ausgestattet ist und die beiden größeren sind wahlweise entweder mit einem 1,6 GHz oder 2 GHz Prozessor ausgestattet. Ja, cool. Klasse. Also das Große wäre wahrscheinlich dann eher für die Mädels mit Handtasche gedacht. Die kleineren dann eher für uns Jungs, die das dann irgendwo in der Anzugtasche oder in der Hosentasche tragen. Schicke Geräte. Preis ist natürlich der Knaller. Also ich bin mal gespannt, wie das sich am Markt dann positionieren wird. Ja, wir haben ja einiges gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Holger, danke für deine Zeit. Gerne. Wir hoffen, dass die Produkte bald kommen und dann werden wir uns die natürlich vornehmen und dann euch auch einen Test darüber präsentieren. Ja, ein Tschüss nach Hause und bis zum nächsten Video.